Hallo liebe Reptil-TV-Gemeinde zu einer Technikfolge. Mein Thema heute seht ihr wieder hier vor mir stehen. Wir haben es über Inkubation, Brut von Reptilieneiern. Ich zeige euch erstmal so die klassische Methode. Das sind diese Flächenbrüter hier. Letztendlich ist das mehr oder weniger fast nichts anderes wie eine gut isolierende Art Styroporbox mit einem Heizelement drin. Hier ist ein Fühler drin. Oben noch wegen zwei Sichtfenster drin, damit man reingucken kann. Das Herzstück von so einem Inkubator ist natürlich hier oben der Thermostat, wo ich dann auch die Temperatur einstellen kann. Wichtig, umso genauer, umso korrekter der Thermostat ist, umso besser ist die Inkubation. Also bei einigen Reptilien spielt es wirklich eine Rolle. Starke Temperaturschwankungen sterben die Eier ab. Also der muss wirklich gut und genau sein, dann funktioniert es auch. Natürlich, umso besser das Ganze isoliert ist, hilft natürlich auch diese Temperatur gleichmäßig zu halten. Ich kann jetzt entweder hingehen, das Brutsubstrat, also in dem Fall dieses Reptilbreed steht drauf, letztendlich das Vermiculit, ne? Hat sich seit Jahrzehnten in der Terroristik super, super bewährt. Manche Leute verwenden auch noch Perlit. Der Unterschied vom Vermiculit, das Vermiculit saugt die Feuchtigkeit auf und gibt sie gleichmäßig ab. Das Perlit macht eigentlich fast das Gegenteil. Das Perlit ist ein ganz trockenes Substrat, ein poröses Substrat, was selber gar nicht saugt. Was aber auch eine große Oberfläche hat. Ich persönlich habe mit dem Vermiculit seit Jahrzehnten die beste Erfahrung. Ich habe Perlit ehrlich gesagt noch nicht einmal ausprobiert in meinem Leben, weil es einfach gut klappt damit und es ist auch wirklich das gängigste Brutsubstrat. Also ihr könnt es direkt in den Brüter reingeben. Wenn wir jetzt 1, 2, 3 Gelege Königspythons haben, dann machen wir den Brüter bis knapp hier unter den Deckel, machen wir den voll mit dem Brutsubstrat. Geben Wasser hinein und machen die Eier drauf und Deckel zu bei einem großen Gelege. Viele von euch werden wahrscheinlich kleinere Gelege haben, zum Beispiel so ein Kornatter-Gelege oder ein Gecko-Gelege oder sonstige Echsen, Schlangen, Badergarmen-Gelege. Da haben sich solche Dosen ganz gut bewährt, ne? Also jeder Terrarianer kennt die Heimchendosen. Sind schon ein paar Lüftungslöcher an der Seite drin, das ist ganz praktisch. Und die hat jeder zu Hause, deswegen eignen die sich wirklich gut. Die Dosen macht ihr wirklich fast bis unter den Rand voll, also vielleicht so fingerbreit noch Platz lassen. Letztendlich müssen ja nur die Eier oben drauf, also das ist fast noch schon ein wenig zu wenig. Das ist wirklich wichtig, dass die Dosen nicht nur halb voll sind oder viertelsvoll. Das ist so der klassische Anfängerfehler, dass die Leute einfach nur so ein bisschen Substrat unten reinmachen und dann Wasser. Je weniger Substrat ich drin habe, umso schneller trocknet das Substrat aus und umso schneller trocknen meine Eier aus. Mache ich das Ding wirklich fast voll bis unter den Rand, habe ich ein viel höheres Wasservolumen, was mir viel länger hält und meine Eier nicht, wie gesagt, Gefahr laufen, dass sie austrocknen. Substrat hier rein. Dann mache ich Wasser drauf, so viel wie reingeht. Noch kurz, aber jetzt läuft es raus, genau. Das ist auch richtig so, ihr macht wirklich Wasser rein, bis es rausläuft und dann ein bisschen schräg abgießen, das überschüssige Wasser. Ein paar Sekunden warten, alles was wegläuft, darf weg. Und jetzt hört es langsam auf mit Laufen. Das reicht dann auch. Und dann ist das Ding, ist das perfekt von der Mischung her, ne? Einfach ablaufen lassen, so wie jetzt, bis es dann fast nicht mehr läuft. Dann habt ihr die optimale Mischung. Noch kurz zum Wasser selber. Nehmt wirklich schön lauwarmes Wasser. Ihr wollt ja bei 30, 31, 32 inkubieren. Wenn ich das Wasser reinleere, das Vermiculit selber ist auch noch kalt, die Dose ist auch kalt. Also nehmt ruhig 40 Grad, 35 bis 40 Grad warmes Wasser zum da reinkippen. Dann hat das Substrat schon die passende Temperatur. Dazu fällt mir auch noch ein ganz wichtiger Punkt ein. Wenn ihr Reptilieneier erwartet, dann fangt nicht an und kauft einen Brüter oder beschafft euch einen Brüter,
oder installiert den Brüter, wenn die Eier da sind. Das Ganze muss natürlich vorher passieren. Ne? Wenn die Eier liegen, dann muss es einigermaßen schnell gehen. Sonst gehen die Eier kaputt, trocknen aus oder haben die falsche Temperatur. Also wenn ihr seht, euer Weibchen ist trächtig, die legt bald die Eier ab, dann Brüter besorgen, vorbereiten, sogar schon einstecken, die Dosen vielleicht sogar schon fertig machen und einstecken, wenn ihr es abschätzen könnt, anhand der Ovulation, anhand der Häutung. Oder wenn ihr Erfahrung habt bei Bardagarm, die im Jahr 4-5 Mal legen, habt ihr mit der Zeit wirklich Erfahrung. Wenn es buddeln anfängt, geht es noch 2 Wochen circa. Dann bereitet es vor und tut alles einstecken, dass wenn die Eier da sind, könnt ihr sie nehmen, habt jetzt alles vorbereitet. Man kann noch gleich, wenn ihr wollt, drückt ihr so eine kleine Mulde rein, legt die Eier hier rein in das Substrat. Noch kurz die Eier, ein Viertel vom Ei ungefähr ins Substrat legen, ja, Drittel bis Viertel. Drei Viertel, zwei Drittel vom Ei gucken raus. Ja, nicht eingraben die Eier hier, weil die versticken dann in dem feuchten Substrat drin, dann sterben sie ab. Selbst wenn die Eier trocken sind, ihr dürft sie wirklich nicht über Tage hinweg, ihr dürftet sie meinetwegen mal eine halbe Stunde oder Stunde eingraben, damit sie Feuchtigkeit aufnehmen, aber nicht mit Substrat bedecken. Es sei denn, wenn ihr wirklich, noch als kleinen Trick, wenn ihr wirklich Eier habt, die eingefallen sind, die schon zu trocken sind, weil ihr sie erst 2-3 Tage später zum Beispiel entdeckt habt oder die aus irgendeinem Grund zu trocken geworden sind, nehmt das Sphagnummoos, ne? Dieses feuchte Moos, was man fürs Terrarium nimmt. Damit könnt ihr die Eier abdecken, weil das ist nicht so dicht, dass das die Eier erstickt. Die können dann trotzdem atmen. Also bedeckt ihr die Eier mit dem feuchten Moos, lasst es 2-3 Tage drauf, dann nehmen die Eier wieder die Feuchtigkeit vom Moos auf, gehen wieder schön auseinander und dann nach ein paar Tagen, wenn ihr seht, die Eier sind prall, könnt ihr das Moos wieder wegnehmen. So könnt ihr eure Eier retten, wenn Bedarf ist. Also Eier hier rein, Deckel drauf, den Deckel nicht komplett zudrücken, den könnt ihr auf einer Seite zumindest offen lassen hier, dann ist der Deckel gleich ein wenig schräg, gibt ja ein bisschen Kondenswasser von den Eiern nach oben am Deckel. Wenn der Deckel schräg ist, tropft das Kondenswasser nicht auf die Eier runter, sondern läuft ein wenig zur Seite ab. So habt ihr die Dose fertig, theoretisch dann die Eier drin, stellt ihr sie in euren Brüter rein und Deckel zu und dann heißt es warten. Die meisten Reptilien haben ganz grob zwischen 45 und 70 Tage. Was heißt die meisten? Oder das sind so die meisten Terrarientiere. Ja. Gibt natürlich auch wahnsinnige Ausnahmen. Manche haben nur 30 Tage. Es gibt nach oben hin, es gibt Chamäleon-Eier, die brauchen bald ein halbes Jahr. Es gibt Schildkröten-Eier, Panther-Schildkröten sind, glaube ich, auch ewig lang, brauchen fast ein Jahr. Erkundigt euch bei erfahrenen Züchtern, wie lang die Inkubation dauert. Und natürlich noch ein viel wichtigerer Punkt, erkundigt euch nach der Inkubationstemperatur. Jedes Reptil ist unterschiedlich von der Inkubationstemperatur. Beispiel Königspython, eine der häufigsten Schlangen, oder wird von uns auch am meisten gezüchtet, inkubieren wir bei 32,5 Grad. Da habe ich super Erfahrungen damit gemacht. Meine Erfahrung in der Terraristik ist, dass viele etwas zu kühl inkubieren. Also wenn ich mir, wie gesagt, Python-Eier angucke in Afrika, die liegen sogar bei 33, 34 Grad in Afrika. Wenn ich manche Literatur anschaue, da steht drin 30 Grad, dann stimmt irgendwas nicht. Also wie kann in der Literatur 30 stehen, wenn es in der Natur 34 hat? Also ich glaube tendenziell eher ein bisschen wärmer, will ich aber auch nicht völlig verallgemeinern. Oder natürlich kocht eure Eier nicht, aber ich glaube so tendenziell in der Terraristik neigen viele Terrarianer dazu, zu kühl zu inkubieren. Aber erkundigt euch bei einem erfahrenen Züchter. Noch ein wichtiger Punkt, kontrolliert die Eier nach ungefähr der Hälfte der Brutzeit, ob es noch feucht genug ist in dem Brutsubstrat drin. Das mit der Zeit verdunstet ja natürlich das Wasser da drin. Dann müsst ihr es ein bisschen nachfeuchten, wenn es aussieht, als wäre es zu trocken. Ihr könnt wegen einer Seite gucken. Oder auch wenn die Eier schon nach der halben Zeit einfallen, müsst ihr es ein bisschen nachfeuchten. 1-2 Wochen vorm Schlupf der Eier fallen die Eier ein. Das müssen sie, damit es die Tiere auch leichter haben zum Anritzen. Dann nicht nervös werden, wenn sie einfallen gegen Ende. Das ist dann ganz normal. Beziehungsweise eher andersrum, wenn ihr den Eindruck habt, dass die Eier fast vorm Platzen sind, über der Hälfte der Zeit,
dann ist es ein Indiz dafür, dass es vielleicht sogar zu feucht ist da drin. Ne? Also so man sieht es wirklich, dass man hat so den Eindruck, wie wenn die kurz vorm Platzen sind, die Eier, dann ist auch was faul, müsst ihr die Feuchtigkeit kontrollieren. Aber ansonsten da rein, wie gesagt, nach guter Hälfte der Zeit. Es kommt auch ein bisschen auf den Raum drauf an. Habt ihr einen trockenen Raum, müsst ihr ein wenig öfters nachfeuchten. Habt ihr schon einen Raum mit hoher Luftfeuchtigkeit, verdunstet da drin natürlich auch nicht so viel. Dann müsst ihr, also wir müssen als gar nicht nachfeuchten, weil wir die relativ hohe Luftfeuchtigkeit hier schon haben. Und dann schlüpfen die Tiere nach circa 50 Tagen, ohne dass wir nochmal nachgefeuchtet haben. Was ich bis jetzt erklärt hatte, war diese Feuchtbrut sozusagen, wo ich die Eier, wie gesagt, in ein feuchtes Substrat reinlege. Was ich euch jetzt noch zeigen will, ist diese, in Anführungsstrich, Trockenbrut. Da tue ich die Eier auf ein Gitter legen. Gibt es verschiedene Formen, wie ihr hier seht. Zum einen gibt es hier diese Krumbach-Boxen, sind leider relativ teuer, werden aber auch seit Jahren ganz gut verwendet. Prinzip ist bei allem das Gleiche. Ich gebe hier in die untere Schale, wird Wasser reingegeben oder auch das Brutsubstrat. Manche sagen, wenn ich das Brutsubstrat reingebe, habe ich noch eine größere Oberfläche, also kann noch mehr Wasser verdunsten, wie wenn ich nur Wasser reingebe. Müsste man mal, oder ich weiß nicht, man kann es eben leider nicht ausprobieren, doch, man könnte es vielleicht mal nachmessen. Ich habe es noch nie genau recherchiert. Also ich kenne es überwiegend, dass man nur Wasser reingibt. Dann kommt ein Gitter oben drauf und ich lege die Eier auf das Gitter. Oben kommt nochmal ein Deckel drauf und das war's. So habe ich dann meine Eibox fertig, die stelle ich in den Brutapparat rein und warte meine so und so viele Tage ab, bis da drin was schlüpft. Ist auch ein bisschen von Reptil zu Reptil unterschiedlich. Die Feuchtbrut, die ich euch vorher gezeigt habe, geht zum Beispiel nicht bei grünen Baumpütern, da haben sich diese Boxen bewährt. Bei Leopardgeckos verwendet man auch relativ viel. Für Leopardgecko gibt es zum Beispiel speziell diese Geos, heißen die Gecko-Egg Organizer. Organizer, weil es sind vier Kammern. Da kann ich dann in jede Kammer mache ich zwei Eier rein. Ne? Die Gecko-Gelege sind ja immer zwei Eier. Dazwischen sind so Trennwände. Wenn ich den Deckel drauf mache, dann schlüpfen die Geckos in ihrem Abteil sozusagen. Und ich kann hier oben beschriften, das war das Gelege, das war das, das war das. So kann ich das oben drauf beschriften, damit ich genau weiß, welcher Gecko aus welchem Gelege. Also hier drin kann ich 8 Gecko-Eier zum Beispiel inkubieren. Wie gesagt, gleiches Prinzip, Wasser oder Vermiculit unten rein. Ganz neu haben wir diese Ablageboxen, auch gleiches Prinzip, Wasser rein, das Gitter drüber. Hier kann ich auch die Gecko-Eier reinmachen oder die Bardagamen-Eier oder auch Nattern-Eier, Kornnattern-Eier passen da rein. Ist sogar noch witzigerweise ein Thermometer mit drin, wo ich die Temperatur überwachen kann. Deckel drauf und das Ganze im Brutschrank reingestellt, beziehungsweise was man jetzt auch was ich euch auch noch ganz gern zeigen will, wir haben jetzt so Aluminiumgitter machen lassen, beziehungsweise aus Asien schicken lassen, kann man sich so ein Gitter kaufen und selber, wenn ich jetzt irgendwelche Boxen habe, die ich gerne verwenden will, gerade zum Beispiel für Python-Eier, Königspython-Eier, sind diese Boxen ja alle viel zu klein, da kann ich mir große Kunststoffboxen nehmen, mache das Brutsubstrat rein, mache das Gitter oben drauf und kann die Eier aufs Gitter drauflegen. Also muss ich mir dann, kann ich mir passend zusägen zum Beispiel. Das ist wegen so die neueste, das neueste Produkt in diesem Zusammenhang, was ich euch da zeigen will. Und wie gesagt, vom Prinzip her funktioniert dann ähnlich wie vorher. All diese Behälter gebe ich in einen Brutschrank rein, sei es so ein einfacher Kompaktbrüter, wie ihr gerade gesehen habt, ne? mit Deckel und Styrobox oder diese Brutschränke, die professionelleren mit Türe und so weiter, stelle ich die Boxen rein. Egal, Hauptsache in einen gleichmäßig beheizten Schrank oder gleichmäßig beheizte Box, wo dann ein konstantes Klima herrscht, wo ich die Temperatur einstelle, wie so eben gerade besprochen. Noch ein wichtiger Tipp ganz zum Abschluss. An sich alle Eier sind ziemlich empfindlich auf Erschütterungen. Wenn ihr einen Brutapparat habt oder einen Brutschrank habt,
den natürlich nicht irgendwo ins Kinderzimmer stellen, wo die Kinder den ganzen Tag hin und her rennen und der Boden bebt, sondern ihr müsst euch einen guten Platz aussuchen mit möglichst wenig Erschütterungen, einen stabilen Steinboden am allerbesten, also nicht irgendwie ein Parkett- oder Laminatboden, wo bei jedem Schritt Erschütterungen sind, sondern es muss ein stabiler Boden sein. Das ist wirklich ein wichtiger Punkt. Habe ich die ganze Zeit Erschütterungen, dann sterben mir wirklich die besten Eier ab, dass er das auf jeden Fall noch beachtet.